Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Swasta. Das ist dein Podcast, um auf allen Ebenen bei dir zu Hause anzukommen. Mein Name ist Petra Barron. Ich bin Ärztin und ich möchte dir hier ganzheitliche Impulse geben, dein Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen und deine Gesundheit zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. So, ihr Lieben, dann ist es mal wieder Zeit für einen Podcast. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich jetzt zum Frühling hin Podcasts über Wildkräuter euch nochmal machen möchte. Das hatte ich ja letztes Jahr schon vor, aber dann war hier oben irgendwie, bis hier alles dann kam und grün war und man ernten konnte, war das überall anders schon längst verblüht. Außerdem passt es dieses Jahr super zu unserem Detox. Da sind wir jetzt durch, die meisten von uns. Ein paar haben jetzt auch noch ein bisschen was dran gehängt. Also ich bin auch wirklich total begeistert, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich so gefreut, dass sich da ja so viele angemeldet haben und dass das auch so eine schöne Gruppe wieder ist und wie motiviert alle da waren. Also auch die Erfolge sprechen für sich. Ich finde es echt genial, hat total Spaß gemacht. Und auch ich habe wieder die Motivation gehabt, das endlich mal wieder richtig durchzuziehen mit euch allen. Danke an die Detoxer. Und wer Lust hat, ich werde das bestimmt wieder anbieten, weil tut mir gut. Da muss ich mich hier nicht alleine durchwurschteln. Und das hat, glaube ich, uns allen einfach gut getan. Hosen passen wieder, ich fühle mich wieder viel leichter und wohler. Und das Feedback, was ich von euch im Zoom bekommen habe, das war ja das Gleiche. Ja, und genau an so eine Entgiftungsaktion, da passt natürlich jetzt der Podcast zu den Wildpflanzen, zu den Wildkräutern, weil die sind natürlich jetzt auf einen gereinigten Körper, wenn die da drauf treffen, dann können wir alle Vitalstoffe aufnehmen und das sind reichlich und es ist kostenlos auf der Wiese zu finden. Wir müssen uns nur wieder ein bisschen damit beschäftigen, damit wir wieder wissen, was wir da alles essen können. Diese Dinge sind eben nicht nur kostenlos, diese Kräuter, sondern sie sind tatsächlich auch wesentlich voller reifer mit Inhaltsstoffen wie sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralien als das meiste, was wir einfach einkaufen können. Also es ist eine ganz wichtige Quelle. Und im Frühling können wir damit beginnen. Das ist auch die Zeit, wo die meisten dran denken, sich mit Wildkräutern auseinanderzusetzen. Allerdings kannst du Wildkräuter das ganze Jahr über hin ernten. Also von Beginn jetzt im März, je nachdem, wo du wohnst. Wie gesagt, bei uns hier oben im Odenwald dauert das meistens noch ein bisschen länger. Aber die ersten Dinge kommen auch hier jetzt schon aus der Erde. Also auch ich kann jetzt schon langsam anfangen, hier zu ernten. Ich habe dir dieses Mal einen Audio-Podcast gemacht, weil es für mich doch etwas einfacher ist und weil ich zumindest diesmal das nicht wieder rauszögern wollte und warten, bis ich hier gescheite Videos von den Pflanzen machen kann. Ich werde dir Fotos einfach reinlegen zu den Pflanzen dann passend. Und ansonsten findest du natürlich da auch alles Mögliche im Netz. Ich verlinke dir unter den Podcasts dann auch ein gutes Buch zum Wildpflanzen bestimmen und verwenden, so dass du dann damit auch unterwegs sein kannst. Und es gibt natürlich super gute und coole Apps inzwischen. Also wenn du mit dem Smartphone sowieso unterwegs bist, wenn du draußen bist, dann kannst du dir hier auch noch Apps runterladen, auch da. Also ich muss jetzt mal wieder schauen, da tut sich ja immer ziemlich viel, welche da jetzt gerade gut geeignet sind und dann verlinke ich dir die auch drunter. Es wird jetzt eine Serie von Podcasts, das auch schon mal als Ankündigung und ich werde wahrscheinlich immer so 2, 3 Kräuter höchstens pro Podcast reinbringen und besprechen, je nachdem, um was es geht. So, dann kannst du dich schon mal drauf einstellen. Also es werden ein paar Podcasts zum Thema Wildkräuter jetzt kommen, passend zur Jahreszeit. Ich habe schon gesagt, du kannst die das ganze Jahr über sammeln. Und da wollen wir jetzt erstmal zu Beginn einsteigen. Auf was kommt es denn an beim Sammeln? Und ja, da gehen wir erstmal ganz pragmatisch dran. Natürlich macht es wenig Sinn, die Wildkräuter an der Gassi-Runde einzusammeln, wo jeder Hund schon drauf gepieselt hat. Und natürlich auch nicht an einem gedüngten Feld, von dem wir im Augenblick jetzt ganz viele haben oder auf einer gedüngten Wiese, wo gerade der Bauer die Gülle drauf geworfen hat, sondern such dir eine Wiese. Vielleicht hast du sogar auch im Garten ganz viel, die du bisher einfach als Unkraut rausgerupft hast. Ich denke da an den Giersch, an die Brennnessel, an Günsel, Gundermann,
Wie sie nicht alle heißen. Also das sind ja die Gänseblümchen, die stören viele auf der Wiese. Also dass man da einfach vielleicht mal ein bisschen bewusster hinschaut. Brauche ich wirklich einen englischen Rasen oder kann ich mir hier ein Wildpflanzenbiotop vor der eigenen Haustür schaffen? Da weißt du dann wenigstens, was draufgeschmissen wurde. Das andere, wo du nicht sammeln solltest, ist an vielbefahrenen Straßen. Das ist einfach der Feinstaub, die Abgase, die da drauf fliegen. Und wo du es nicht darfst, das ist in Naturschutzgebieten. Also da sollte man auch nicht sammeln. Und ganz wichtig, niemals die ganze Pflanze ausreißen, sondern immer nur so viel sammeln, dass sich die Pflanze auch regenerieren kann, weil wir wollen ja die Natur erhalten und wir wollen auch nächstes Jahr noch sammeln können, ganz egoistisch. Also hier immer nur in kleinen Mengen, also es gilt diese Handstrauß-Regel. Was jetzt ein Handstrauß ist, lässt sich natürlich nur schwer definieren, aber dass du einfach weißt von der Menge her für deinen Bedarf und nicht hier ganz große Mengen irgendwo auf einer Wiese einsammeln. Falls du im Hintergrund ganz viel Getrappel und Gemähe hörst, wir haben gerade ein kleines Flaschenlamm bei uns im Haus und die hüpft gerade hier über mir rum im Zimmer mit meiner Tochter. Ich hatte sie zuerst hier auch im Wohnzimmer, aber dann hätte ich, glaube ich, hier keinen Podcast aufnehmen können. So geht's hoffentlich. Ich hoffe, du hast nicht so viel Störgeräusche, aber es ist ja eigentlich auch total süß, wie die da rummeckerte. Die ist jetzt 3 Tage alt, die kleine Dame, und wächst und gedeiht, aber wurde leider nicht angenommen, eine von 2 Lämmchen. Jetzt hast du es vielleicht gehört. Ja. Wenn du sammelst, dann sammel am besten nicht in Plastiktüten. Also mache ich manchmal auch, wenn ich nur die Hundetüten dabei habe und gerade spontan irgendwas sehe, ist aber nicht wirklich gut. Also die werden da drin sehr schnell welk und das funktioniert nicht gut. Papiertüte, Stofftasche, aber auch Brotdosen, also so Tupper-Schüsseln, die sind auch ganz gut, um Wildkräuter gut nach Hause zu bringen. Darin kannst du sie auch eine Weile im Kühlschrank lagern, aber eigentlich ist idealerweise sammelst du und verbrauchst es gleich frisch. Manche Sachen kann man auch trocknen, ja, es kommt ganz drauf an, was du vorhast. Also wie gesagt, das Buch, was ich dir verlinke, das ist Essbare Wildpflanzenausgabe von 2015. Von Guido Fleischhauer und Jürgen Gutmann. Ich glaube, Spiegelberger hat auch noch mitgeschrieben. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Das finde ich ganz gut und das verlinke ich dir hier drunter. Da findest du auf jeden Fall auch Rezepte. Ansonsten machen sich die meisten Frühlingswildkräuter einfach gut in einem Salat oder ja, den Bärlauch, den wir gleich besprechen, natürlich als Pesto. Das kennt fast jeder. Und so kannst du dann einfach schon mal loslegen. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir ein. Nee, eine Kleinigkeit habe ich noch, genau. Ich habe gesagt, wir können das ganze Jahr sammeln. Da wären wir jetzt wieder so ein bisschen mythologisch. Gerade den Bärlauch, der soll ja böse Geister vertreiben und die Hexen vertreiben. Das heißt, der sollte zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Sagenwelt hineingehen, auch vor der Walburgisnacht gesammelt werden, weil danach verliert er seine Zauberkraft. Und genauso dann zum Ende des Sommers in den Herbst hinein, ja, da ist nach Samhain, also nach Halloween, also nach der Zeit, wenn der Schleier fällt zwischen den Welten, in dieser Zeit, wenn dann wieder die Geister der Anderswelt, der anderen Seite oder aus dem Tod zurückkommen. Danach sollte man aus der Sagenwelt gesehen her auch nicht sammeln, weil dann die Geister dem Totenreich gehören, die Pflanzen den Geistern des Totenreichs gehören, so rum. Also hier haben wir auch das schön mit eingegrenzt. Ich gucke immer mal, ob ich für die Kräuter auch so ein bisschen eine mythologische Grundlage finde und erzähle euch die Geschichte auch noch, wo ich sie dazu finde. Ja. Dann auch noch zu den Grundlagen, die dazu jetzt noch reinpassen. Also im Frühling sammeln wir vor allen Dingen die frischen Sprösslinge, die frischen Blättchen. Und es zieht sich auch so in den Sommer. Blüten gehen bei vielen Pflanzen auch noch gut zu sammeln und sind essbar und haben ihre Wirkung. Und über den Winter hinweg wären es dann eher die Wurzeln. Aber da wir jetzt eigentlich über die Frühlingskräuter sprechen wollen, weil wir jetzt hier gerade ja auch im Frühling sind und du willst die Sachen ja auch gleich anwenden. Dann steigen wir ein mit dem Bärlauch, der jetzt in vielen Wäldern und Auen seine Blättchen rausstreckt, aber auch im Garten.
Den Bärlauch werden die meisten wahrscheinlich kennen. Der lässt sich ja auch relativ leicht finden. Den kann man auch leicht zu super, super leckerem Pesto verarbeiten. Der wächst vor allen Dingen in feuchten, humusreichen Laubwäldern, also da, wo die Erde auch wirklich schön fruchtbar ist. Und ja, den kennt jeder. Das sind diese breiten, nach Knoblauch riechenden Blätter. Man kann ihn verwechseln, also hier vorsichtig. Man kann Bärlauch theoretisch verwechseln mit Maiglöckchen. Vom Aussehen her auch noch mit der Herbstzeitlose. Aber die Herbstzeitlose, wie der Name schon sagt, ist im Herbst draußen und wir sammeln den Bärlauch ja jetzt im Frühling. Maiglöckchen tatsächlich wären zur gleichen Zeit etwa sichtbar oder könnte man verwechseln. Hier wirklich einfach nochmal hingucken, weil Maiglöckchen ist sehr giftig. Das auch nochmal ganz allgemein, immer nur das verzehren, nur essen, was du wirklich sicher bestimmen kannst, weil es gibt durchaus auch Giftpflanzen. De facto ist es so, dass du wahrscheinlich, wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, eher umgekehrt bei vielem denkst, dass es ungenießbar ist und es ist nachher doch nicht nur essbar, sondern auch noch sehr gesund. Aber es gibt eben, und ich erwähne das dann auch bei den entsprechenden Pflanzen, es gibt eben hier auch Probleme. Und Maiglöckchen wären zum Beispiel hochgiftig. Also da gibt es auch jedes Jahr wieder Fälle. Also das wichtigste und einfachste Unterscheidungskriterium ist tatsächlich der starke Geruch mit dem den der Bärlauch hat, also dass der einfach nach Knoblauch riecht, sehr stark. Und das tut natürlich das Maiglöckchen nicht. Ja. Wie sieht er aus? Also der Bärlauch, wenn er jetzt die ersten Blättchen raussteckt, die sind natürlich noch besonders zart, aber wenn wir ihn auswachsen lassen, dann wird die Pflanze bis zu 30 cm groß und nach den Blättern erscheinen dann auch die Blüten und die Knospen. Und die wachsen an einem eigenen Stiel. Also wir haben einen Stiel, der nochmal aus dieser Knolle herauskommt, aus der Erde rauskommt. Und oben sitzen ganz viele Einzelblüten drauf, weiße kleine Einzelblüten. Also wie so eine Kugel, wie wir das letztendlich ja auch vom Schnittlauch oder von den Zierläuchern kennen. Nur ist diese halt auch weiß. Also bis zu 20 Einzelblüten da dran. Die kann man übrigens auch ernten. Wenn es dann schon blüht, dann ist eigentlich das Ernten von den Blättern, von den knoblauchartigen Blättern, ist dann eigentlich vorbei. Aber dann kannst du auch noch die Blüten ernten, die machen sich auch gut als Beigabe in einem Salat. Also ist dann auch ganz lecker. Und auch die Samen kann man sogar verwenden. Die kann man mörsern oder in die Pfeffermühle tun und die sind auch so ein bisschen scharf. Also beim Bärlauch kannst du alles verwenden, aber typischerweise verwenden wir die Blätter, solange sie noch hier frisch und grün sind. Wieder wichtig, nicht die ganze Pflanze ausreißen, sonst ist nächstes Jahr dort nichts mehr, sondern wirklich nur die Blätter entfernen. Da ist es auch total okay, wenn du da noch ein Stück stehen lässt von der einen Pflanze. Also nicht alles leer ernten, sondern immer noch ein Stück stehen lassen, dass der sich regenerieren kann. Vielleicht hast du ihn ja auch schon im Garten. Wenn nicht, kannst du ihn dir natürlich auch in den Garten holen. Ja, also du kannst ihn aussäen. Der braucht aber eine Weile, bis er keimt, wenn ich mich recht erinnere. Und du kannst auch einfach aus jemand anderes Garten fragen, ob du ein paar Pflänzchen haben kannst. Der verbreitet sich dann über die Wurzelausläufer. Also das heißt, der regeneriert sich und wächst dann im Garten schön an. Und das ist eigentlich wunderbar. Also ich habe inzwischen auch Bärlauch da oben. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein bisschen mehr werden würde. Aber so lange habe ich den auch noch gar nicht da. Und dann ist es natürlich super easy, mal eben schnell ein paar Bärlauchblättchen zu holen, klein zu schneiden für einen Salat, für eine Suppe oder eben dann auch ein Pesto draus zu machen oder mehrere Gläser Pesto. Das hält sich ja dann auch wieder länger. Der Bärlauch selbst hält sich, wenn du ihn in ein feuchtes Küchentuch einwickelst, auch ganz gut noch im Kühlschrank. Kann man ja inzwischen auch überall kaufen. Im Supermarkt hast du ja bestimmt auch schon gesehen. Und dann kann man den verwenden. Früher ist man davon ausgegangen, dass Bärlauch Bärenkräfte verleiht, also deshalb ja auch der Name vorne dran. Also zum Beispiel gibt es die Legende, dass die keltischen Krieger den vor der Schlacht in Massen gegessen haben, einfach um möglichst
kraftvoll und furchteinflößend vor der Schlacht zu sein. Tatsächlich wissen wir heute, dass der Bärlauch einiges Gutes für uns tut, wenn er uns auch nicht in Bären verwandelt und wir heute hoffentlich auch nicht mehr damit kämpfen müssen. Enthält er aber eben jetzt doch ziemlich viele gesundheitsfördernde Dinge wie Allicin, also das, was wir auch aus dem Knoblauch kennen, Vitamin C, Kalium, er ist reich an Eisen und hat sogar einige essentielle Aminosäuren, also von den Grundbausteinen des Eiweißes. Und essentiell bedeutet, dass wir die nicht selbst herstellen können. Also auch hier, du siehst, der hat ganz viele gute Eigenschaften. Wie wirken sich denn jetzt diese Inhaltsstoffe aus am Körper? Für was können wir den denn benutzen? Passend zu unserer Entgiftungskur und um das Ganze nochmal ein ganzes Stück weiterzutreiben, wirkt eben der Schwefel, den wir in diesen, im Bärlauch, aber in allen Lauchgewächsen, Lauchgewächsen finden, der wirkt weiter entgiftend. Also wir brauchen den, um Proteine, um Eiweiße aufzubauen und auch eben um Enzyme, also die Biokatalysatoren in unserem Körper, herzustellen und wirksam zu machen. Das heißt, wir haben hier Entgiftung von Blut, wir haben eine entzündungshemmende Wirkung, der wirkt auch äußerlich angewandt auf Gelenke abschwellend, wobei man da andere Dinge findet, die besser sind als der nach Knoblauch riechende Bärlauch, den würde ich immer eher innerlich verwenden. Wirkt er auch tatsächlich von da auf die Gelenke. Er reguliert unseren Blutzucker, also die Insulin. Produktion wird gesteuert. Das ganze Zusammenspiel aus den vielen Vitaminen, die wir da drin finden und eben auch diesen sekundären Pflanzenstoffen, die helfen, unser Immunsystem in Schwung zu bringen, was wir gerade im Frühling jetzt ja auch erst recht brauchen und was, glaube ich, jedem von uns gut tut. Und genau wie der Knoblauch ist der Bärlauch auch nicht nur antientzündlich, sondern auch antiseptisch oder antibakteriell. Also wir haben im Prinzip hier auch wieder ein natürliches Antibiotikum, was sehr breit, also nicht so effektiv wirkt, also nicht so durchschlagend wie ein, eins aus der Apotheke, ein Antibiotikum, aber es ist ein natürliches Antibiotikum, was sehr breit und mild auch gegen Pilze und Bakterien wirkt. Es reguliert unseren Cholesterinspiegel. Ach, und im Vergleich zu einem Antibiotikum aus der Apotheke, wie wir das kennen, macht der Bärlauch aber nicht unsere Darmflora kaputt, sondern hilft den Darm zu stärken und ist wirksam gegen eine Dysbiose, also gegen Keime, die wir dort nicht haben möchten. Also es ist ein Rundumpaket. Kann man eigentlich nicht meckern. Ich habe gerade schon angefangen gehabt, er wirkt gegen hohe Cholesterinwerte. Und nicht nur über diese Achse, sondern über auch diese antientzündliche Achse ist es ein gutes Mittel bei Arterienverkalkung. Also hilft auch, wie die meisten Lauchgewächse oder Knoblauch eben gerade auch, der ist da eher bekannt, Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter vorzubeugen. Es gibt sogar, glaube ich, Studien, die Wirksamkeit gegen verschiedene Krebsarten gezeigt haben. Also da denke ich aber, ist es eher wieder das Komplettpaket. Und ganz abgesehen davon ist er grün. Ja, wir haben also wieder viel Chlorophyll da drin und das hilft auch nochmal beim Entgiften. Kennen wir aus den Chlorella-Algen. Das ist also was wir da auch nicht unterschätzen dürfen. Wir können mit Bärlauch durchaus auch zu einem gewissen Grad Schwermetalle entgiften, weil das eben bindet, ja, weil es durch diese Schwefelanteile auch wieder Schwermetalle bindet. Das ist natürlich bedingt effektiv, je nachdem, wie schwer die Belastung ist, aber es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, im Frühling sich mit Bärlauch zu versorgen. Ja, Arterienverkalkung, Bluthochdruck sind ja so verbreitet, das ist alleine schon das wert, dass wir da dran gehen. Also würde ich sagen, raus in den Wald. Das ist sowieso immer gut, ein bisschen Waldbaden jetzt im Frühling. Es ist so herrlich, wenn die Vögel wieder zwitschern und
Bärlauch sammeln. Es sei denn, du hast ihn im Garten, dann hast du es noch ein bisschen einfacher. Und dann, ja, Suppe, Pesto, Rezepte findest du in dem Buch, Rezepte findest du überall online. Du kannst ihn aber auch in den Salat dazugeben, in den Kräuterquark. Also letztendlich ist deiner Fantasie hier keine Grenzen gesetzt. Du kannst natürlich das auch zu Nudelgerichten einfach mit reingeben. Da kannst du wirklich nicht viel falsch machen. Einfach essen. Ist super, super lecker. Du kennst ihn ja wahrscheinlich auch schon. Und wenn du dann riechst, wie das eben so ist mit dem Bärlauch, dann hilft er vielleicht auch gegen Vampire und gegen Hexen, wie er früher eingesetzt wurde. Ja, und weil die sich jetzt so gut kombinieren, die wachsen ja auch jetzt fast gleichzeitig, dann komme ich jetzt gleich mal zu einem meistens doch recht unbeliebten Gartengenossen. Das ist nämlich der Giersch oder der Schierling oder auch Hundspetersilie wird er manchmal genannt. Also der Giersch, der wächst eigentlich von ganz alleine, ähnlich wie die Brennnessel und verbreitet sich halt oft in Gärten. Aber du findest ihn natürlich auch an Wegrändern, an Wiesenrändern. Und er ist letztendlich einfach unverwüstbar, weil er ähnlich wie die Brennnessel unterirdisch sich verbreitet und wächst. Aber vielleicht können wir einfach Frieden mit ihm schließen, wenn wir ihn im Garten haben, weil er ist nämlich auch super gesund und gar nicht so unlecker. Also da gibt es auch ganz, ganz leckere Suppen, die man mit diesen ganzen Sachen kochen kann. Die Detoxer, die jetzt dabei waren, da ist ein Rezept mit drin. Du kannst da alle möglichen Kräuter reinschmeißen, aber Giersch lässt sich zum Beispiel auch wie Spinat verarbeiten, also total fein. Und ich mische den auch gerne, aber Vorsicht, der ist so ein bisschen bitterer. Aber man kann immer so ein bisschen auch ins Bärlauchpesto zum Beispiel mit reingeben. Falls du den Giersch nicht kennst, schau wieder im Buch oder in der App nach. Und ich versuche, wie gesagt, dir auch Bilder zu finden. Ich kann dir leider im Moment keine eigenen wirklich machen, weil so richtig ist es hier noch nicht grün. Aber ich weiß, dass wir einfach hier hinten dran sind. Ein Erkennungsmerkmal vom Giersch, was ihn eigentlich dann fast unverwechselbar macht, ist der dreieckige Stiel. Also wenn du diesen Stiel dir anguckst und quasi abbrichst, dann kannst du im Querschnitt sehen, der ist dreieckig. Natürlich gibt es eben auch andere sogenannte Doldenblütler, zu denen der Giersch eben auch gehört. Und da gibt es auch giftige. Also auch hier, eigentlich kann man ihn kaum verwechseln, wenn man ihn mal kennt. Aber nichts essen. Ich werde es immer wieder sagen, nichts essen, was du nicht sicher bestimmt hast. Ja? Also der ist dreieckiger Stiel. Der fängt früh an, also wenn du ihn kennst, dann weißt du das. Das sind auch diese dreiblättrigen, wie nennt man das? Also haben so drei Blätter und der kann auch richtig hoch werden. Also der ist jetzt natürlich entsprechend klein, aber der kann, wenn er dann blüht, wenn es dann später ist, der wächst ja auch den ganzen Sommer, bis zu einem Meter hoch auch werden. Ja, und weil der auch gerade jetzt anfängt zu wachsen, will ich da jetzt auch gleich passend dazu den Giersch vorstellen. Den kennt wahrscheinlich fast jeder. Der wächst in vielen Gärten und wird beschimpft als Unkraut, weil wenn er mal wächst, dann kriegt man ihn auch kaum wieder los. Der wird im Sommer dann bis zu einem Meter hoch, wenn er blüht. Und ja, der verbreitet sich einfach im ganzen Garten. Du findest ihn aber, wenn du ihn nicht im Garten hast, eben auch draußen an Waldrändern, Wegrändern, Böschungen, wobei man vielleicht auch, wenn man ihn im Garten hat, einfach mal die Perspektive verändern sollte. Ja, dann ist es eben kein Unkraut mehr, sondern etwas, was du einfach ernten kannst und wo du dir beim Anbauen überhaupt keine Mühe geben musst. Und den kannst du wirklich ganz vielseitig verwenden, in Quiches, im Pesto mit beigemischt, ein bisschen in den Salat hinein. Also am leckersten ist es, wenn du ihn früh erntest, wenn die Blätter noch ganz zart sind, also jetzt bis etwa Mai, je nachdem, wo du wohnst. Du kannst aber auch die Blüten später ernten und im Herbst sogar auch die Wurzeln, da haben wir dann wieder relativ viel Bitterstoffe mit drin. Aber Vorsicht, auch hier wieder nur das Essen, was du auch sicher bestimmen kannst, weil
Er ist eigentlich gut zu erkennen, aber er hat schon auch aus der Familie der Doldengewächse Pflanzen, mit denen man ihn verwechseln kann und die hochgiftig sind. Also der Schierling, die Hundspetersilie, um mal so ein paar zu nennen. Wichtige Merkmale ist eben der dreikantige Stängel, also so ein dreieckiger Stängel. Das heißt, wenn du den durchbrichst und von oben drauf guckst, dann siehst du ein richtiges Dreieck. Und er hat diese drei geteilten Blätter. Also es sind immer drei Blättchen an einem Stiel sozusagen. Ich versuche dir auch hier wieder ein vernünftiges Bild reinzuhängen, aber es ist eben, also eigene Bilder ist gerade ein bisschen schwierig, weil bei uns ist er einfach noch nicht so weit. Ich gucke, was ich finde. Und ansonsten eben wieder die App benutzen oder das Buch, was ich dir verlinkt habe, wenn du dich damit auseinandersetzen willst. Aber ich denke, Giersch kennt fast jeder. Natürlich ist er wie alle Wildkräuter, gerade wenn sie jetzt so frisch sind, wirklich wieder vollgepackt mit Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen. Brauche ich eigentlich nicht jedes Mal wiederholen, aber ich gucke mal, dass ich euch zumindest so ein bisschen die Richtung angebe, wo was vermehrt drin ist. Also beim Giersch ist es tatsächlich so, dass der wesentlich mehr Vitamin C hat als zum Beispiel Zitronen. Und auch wesentlich mehr Mineralstoffe und Vitamine als der eigentlich ja schon wirklich gesunde Grünkohl. Ja, aber der Grünkohl, der ist jetzt auch außer Konkurrenz, den haben wir dann eher in den Wintermonaten. Den Giersch können wir jetzt im Frühling einfach genießen. Also nachdem unser Körper im Winter einfach so ein bisschen leer gelaufen ist, ist das super, das mit diesen Dingen wieder aufzufüllen. Also Smoothies, Spinat, Quiche, Pesto, Salat, also Spinat im Sinne von, du kannst ihn kochen wie Spinat, Kräuterquark. Ja, hier sind wirklich überhaupt keine Grenzen deiner Fantasie gesetzt. Also einfach lecker. Außerdem Vitamin C hat er eben dann viel Eisen, Kalium, Magnesium, Calcium, Zink, Bor. Haben wir auch relativ häufig, dass wir da nicht hinschauen, dass wir da zu wenig haben. Kupfer haben viele zu wenig, Mangan ist drin, Kieselsäure ist drin. Also es ist ein kleines Pflänzchen, das wir oft als Unkraut einfach rausreißen, was uns aber so viel kostenlose Nahrungsergänzung sozusagen liefern kann. Also besser geht's eigentlich nicht. Ja, entsprechend können wir ihn dann auch für vieles gezielt einsetzen, wobei ich den jetzt im Frühling einfach essen würde. Punkt. Aber man kann ihn natürlich für die verschiedensten gesundheitlichen Probleme auch gezielt einsetzen. Er ist appetitanregend, verdauungsfördernd, kann auch ganz leicht abführend sein. Also gegen Verstopfung ist er zum Beispiel sehr gut geeignet. Man kann ihn äußerlich anwenden, auch für Verbrennungen, Insektenstiche, wobei da würde ich tatsächlich im Frühling dann eher nach dem Spitzwegerich suchen. Du kannst ihn bei rheumatischen Beschwerden, also eher so ein Gelenke, Gicht, also wenn es auch wieder ums Entgiften geht, da ist der Giersch auch super. Er reinigt uns den Verdauungstrakt, also auch hier können wir ihn sogar bei Parasiten einsetzen, da ist er mild wirksam. Giersch entwässert, ganz ähnlich wie die Brennnessel. Und entsäuert, also es ist wie fast alle Kräuter, die jetzt im Frühling reif sind oder wachsen, ist das sehr basisches Lebensmittel. Also hier auch wieder, um mit dem Entgiftengrad noch ein Stück nachzusetzen, können wir hier super damit agieren. Und entzündungshemmend sind sie fast alle, aber der Giersch eben auch. Und weil der eben so wild wächst und man meistens tatsächlich eher zu viel hat für die Küche, wenn man ihn denn im Garten hat, gibt es auch noch eine andere gute Anwendung. Ganz ähnlich wie die Brennnessel ist der Giersch genauso auch gut als Dünger, also wenn du einen Sud wiederherstellst, als Dünger für die Pflanzen geeignet. Also Giersch nicht einfach ausreißen und versuchen zu vernichten oder im schlimmsten Fall sogar zu vergiften, habe ich auch schon gesehen. Das ist viel, viel, viel zu schade drum. Sprich, die beste Art, ihn loszuwerden, ist, ihn wirklich aufzuessen.
Und wenn wir schon im Garten sind und die Dinge loswerden wollen, dann nehmen wir doch jetzt gleich mal noch das dritte Kräutchen mit dazu, das die meisten eher loswerden wollen im Garten und das aber jetzt auch schon die Blättchen aus der Erde streckt und zwar dann recht schnell auch wächst. Und ich habe die Erfahrung wieder machen dürfen. Ich habe die letzte Woche in eine reingegriffen, als ich versucht habe, was vom Boden aufzuheben, habe es noch nicht erkannt, was da war und habe gleich mal wieder voll in die Brennnessel gegriffen. Und die drei zusammen, Bärlauch, Giersch, Brennnessel, das sind so die ersten und die häufigsten, die kennt eigentlich jeder und die sind deshalb auch am einfachsten jetzt zu sammeln und anzuwenden. Und gerade die Brennnessel, die wollte ich euch jetzt nicht noch bis zum nächsten Podcast vorenthalten, weil die frischen grünen Blättchen, die schmecken ja tatsächlich am leckersten. Zur Brennnessel erst nochmal beim Ernten. Also man kann die tatsächlich sogar auch ohne Handschuhe ernten, wenn du in diese Richtung von den Brennhärchen gehst. Ich ernte sie tatsächlich doch lieber mit Handschuhen. Dann bin ich so ein bisschen schneller unterwegs. Wichtig ist, dass du weißt, sobald diese Brennhärchen kaputt sind, brennt sie nicht mehr. Also du kannst sie entweder trocknen, dann freuen sich auch ganz, ganz viele Tiere darüber, also unsere Pferde dann zum Beispiel oder auch die Schafe, die würden die nicht frisch fressen oder nur sehr selten. Aber sobald die abgemäht sind und ein bisschen angetrocknet, dann gehen die dran. Also wenn du sie trocknest für Tee zum Beispiel, dann brennt da natürlich nichts mehr. Du kannst sie auch mixen. Also wenn du Brennnessel in den Smoothie gibst und sie fein mischt, fein mixt, zerschneidest, dann brennt da natürlich auch nichts mehr. Es sollten halt keine großen Blattteile mehr drin sein. Du kannst sie natürlich auch mit einem Nudelholz überfahren, dann machen wir die Brennhärchen kaputt und du kannst sie kochen, also wieder wie Spinat oder wie Gemüse, dann sind die Brennhärchen auch kaputt. Ja, wo Brennnessel wächst, das brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht sagen. Brennnessel finden wir so ziemlich überall und wächst auch über die Wurzelstränge, verbreitet sich dann also entsprechend schnell. Und wenn du das wirklich loswerden willst im Garten, dann musst du wirklich graben. Das weiß aber mit Sicherheit jeder, der hier zuhört. Und auch hier ist eigentlich die Alternative, die bessere Alternative, dieses Wundergewächs einfach zu nutzen und aufzuessen. Wie gesagt, am besten schmecken die kleinen frischen Blättchen. Was aber auch eine ganz tolle Sache ist, dann später im Jahr, jetzt schon mal als Tipp, das sind die Samen von den Brennnesseln. Wenn du die erntest, dann in der Pfanne röstest, das hatte ich glaube ich aber letztes Jahr auch schon mal gesagt in einem Podcast, dann fallen die Samen dann auch ab von den Stängeln. Dann kann man die Stängel im Prinzip wie so Wolle einfach aus der Pfanne pflücken. Und die leicht gerösteten Brennnesselsamen, die sind super lecker und auch wieder voller Vitalstoffe, auf ein Müsli oder auch auf eine Suppe gestreut oder in den Salat gegeben. Also ich habe meine letzten Reste vom letzten Herbst, die habe ich jetzt gerade gegessen. Aber bleiben wir jetzt im Frühling, bleiben wir bei den Blättchen. Verwechseln wir die Brennnessel, glaube ich, kaum jemand. Und selbst wenn man sie mit der Taubnessel oder anderen nesselblättrigen Arten verwechselt, da ist keine Gefahr. Also da haben wir nichts Giftiges dabei, meines Wissens. Ernten kannst du die, wie gesagt, durch den ganzen Sommer bis hin dann zu den Samen. Aber am leckersten sind die kleinen frischen Blättchen. Und die sind auch tatsächlich voll mit auch wieder Eisen, ja, also perfekter Spinatersatz für den Frühling, sogar wesentlich mehr drin. Wir haben auch hier wieder relativ viel Eiweiß drin, also essentielle Aminosäuren. Wir haben Flavonoide drin, also bei den sekundären Pflanzenstoffen sind wir da wieder. Folsäure, Linolsäure, Vitamin A, Vitamin C, Magnesium, Kalium, Kieselsäure, also für die Haare gut, für die Haut gut. Es entwässert, das weiß auch jeder, ne? Brennnessel ist nierenreinigend, harntreibend. Es ist tatsächlich entzündungshemmend, auch wenn man das eigentlich so von der Wirkung her gar nicht glauben kann, weil wenn man an die Brennnessel denkt, dann denkt man an Entzündung, an Brennen auf der Haut. Aber in dem Fall, wenn du sie innerlich einnimmst, ist es wieder entzündungshemmend, wie eigentlich fast alle dieser grünen Wildkräuter. Und tatsächlich hat es auch eine schmerzstillende Wirkung. Das ist besonders interessant. Es gibt wohl auch Studien, die gezeigt haben, dass es hilft, die Darmschleimhaut zu regenerieren und auch den Stuhlgang wieder mit zu regulieren.
Da muss man einfach auch sagen, logisch, ja, es ist basisch, es ist ein vitalstoffreiches, super Food, was wir im eigenen Garten stehen haben. Aber hier ist tatsächlich wohl gerade bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn hat man da durchaus Erfolge erzielen können. Die meisten kennen es wahrscheinlich dann am ehesten als Tee, also die getrockneten Brennnesselblätter. Aber jetzt im Frühling würde ich echt empfehlen, das auch mal in Smoothie, in den Salat oder in eine Quiche oder den Kräuterquark. Also es sind immer die gleichen Ideen, die man damit hat. Das kommt ja auch nicht von ungefähr und das passt ganz gut. Oder eben einfach als gekochtes Gemüse. Und auch hier haben wir wieder eine positive Wirkung auf die Gelenke und tatsächlich sogar auf die Haut. Also während es äußerlich natürlich brennt und wir die Durchblutung eher anregen und wir haben das Jucken und das Brennen, ist es innerlich hautreinigend. Also auch bei Akne zum Beispiel eine ganz gute Idee, hier Brennnesseltee zu trinken oder eben die Brennnessel zu sich zu nehmen als Gemüse. Für die Männer eventuell ganz interessant. Es gab auch Daten, dass es eine gutartige Prostatavergrößerung, dass es da ganz gute Effekte erzielt, was diesen Restharngefühl und die Vergrößerung eben angeht, dass man da wirklich was erreichen kann. Und wenn du am Gärtnern bist, dann kennst du die Brennnessel natürlich auch wieder als Dünger, den Brennnesselsud. Das ist ähnlich wie beim Giersch, da ist einfach so viel drin, das kann man auch wieder in den Boden zurückgeben. Ja, also von dem her auch, wenn du doch zu viel hast für deinen Eigenbedarf, dann reiß sie nicht aus und schmeiß sie weg, sondern sieh zu, dass es irgendwie deinem Boden wieder zugutekommt. Hierzu vielleicht auch noch eine ganz interessante Anekdote, wo man wieder sieht, was da von oben alles teilweise für einen Mist gemacht wird. Gott sei Dank diesmal nicht in Deutschland, sondern das war meines Wissens vor mehreren Jahren schon in Frankreich. Da wurde die Brennnesseljauche für Biobauern und Biolandwirte einfach verboten, weil man angeblich nicht wüsste, was es für Gefahren birgt und sie sollen lieber mit synthetischen zugelassenen Düngemitteln düngen. Man wollte versuchen, die Brennnesseljauche dann auch zu untersuchen, was natürlich in riesenteuren Studien geendet hätte und damit das Ganze dann wieder als wahrscheinlich patentiertes Spritzmittel irgendwie dann Zulassung gefunden hätte, die teuer gewesen wäre. Also wirklich ein interessantes Feld. Also nur weil man etwas nicht untersucht hat, obwohl es direkt dort wächst und seit Jahrtausenden eingesetzt wird, hätte man fast ja, versucht, es aus der Landwirtschaft zu verbannen. In dem Sinne würde ich für heute den Podcast mal beenden und würde euch vorschlagen, raus, sammeln, mal gucken, was im Garten ist. Meistens ist die Motivation, wenn sie frisch ist, doch am höchsten. Und es ist echt lecker. Also man kann hier dann auch wirklich auch aus den Brennnesseln ein ganz interessantes Pesto machen mit gerösteten Nüssen, mit Pinienkernen. Wenn du nicht vegan unterwegs bist, kannst du Schafskäse oder Ziegenkäse mit reingeben oder auch ein Pecorino oder ein Parmesan. Ja, der Fantasie sind, wie gesagt, keine Grenzen gesetzt. Ich finde es total lecker, nicht nur zu Nudeln, sondern auch als Brotaufstrich. Und das gilt für alle drei Pflanzen: den Bärlauch, den Giersch, die Brennnessel. Kannst du in großen Mengen ernten und kannst es verwenden. Also, wie gesagt, achte darauf, dass du nicht alles leer machst, sondern dass man auch wieder ernten kann, dass die Pflanze sich regenerieren kann, selbst im Garten, wenn du dann nächstes Jahr das wieder ernten willst, wobei das gerade beim Giersch und bei der Brennnessel eher kein Problem ist, das in Mengen zu ernten. Ja, dann wünsche ich dir einfach mal frohes Sammeln und guten Appetit und dann geht es das nächste Mal weiter. Jetzt ist der Podcast zwar schon zu Ende, aber vielleicht hast du Lust gekriegt, weiter mit mir an deinen Gesundheitsthemen zu arbeiten. Dazu lade ich dich ganz herzlich in meinen großen Kurs, die Gesundheitswerkstatt, ein, wo wir über mehrere Monate hinweg zusammen die Basics anschauen und an den großen Themen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber vor allen Dingen auch an deiner inneren Ausrichtung arbeiten, damit es nachhaltig in dein Leben auch ankommt und sich deine Gewohnheiten verändern können. Lust bekommen? Dann melde dich doch gleich an.
Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Website www.drpetrabaron.de.